Der Philosoph Jürgen Habermas hat jetzt im Alter von 90 Jahren ein ganz überraschendes, auch für die Kenner seines Werkes überraschendes, großes Werk vorgelegt, das in den Feuilletons starke Resonanz fand. Es trägt den Titel Auch eine Geschichte der Philosophie und es entwickelt auf 1700 Seiten, was allein schon eine große sportliche Leistung ist, ein Panorama des Verhältnisses von Glaube, insbesondere aber christlicher Religion und Vernunft in den Wegen der Moderne. Habermas versteht, und das meine ich völlig zu Recht, den Weg der Philosophie der Neuzeit seit den letzten 500 Jahren als eine große Auseinandersetzung mit der theologischen Frage und der Gottesfrage. Mich hat das insofern überrascht und auch ausgesprochen fasziniert, dieses Projekt, als Habermas natürlich bekannt geworden ist mit anderen Forschungssettings, mit der Frage nach dem kommunikativen Handeln, nach einer Diskursethik, nach einer demokratietheoretischen Weite des Verhältnisses von Republikanismus und Verfassungsstaat. Und ich habe ja nun auch bei ihm einige Erfahrungen gemacht in den frühen 80er Jahren, 90er Jahren. Es war zunächst gar nicht auf dem Tableau, dass er sich dieser großen Thematik zuwenden würde. Es ist also einerseits in einem sehr späten Alter nochmal eine Öffnung auf ein Thema, das eigentlich in Habermas Oeuvre bisher unbeleuchtet geblieben ist, die Dimension der metaphysischen, des metaphysischen Grundes der Philosophie. Er hat sein Denken selber sehr stark als nachmetaphysisches Denken ausgewiesen. Natürlich ist damit ein ganzer Problemfokus von Metaphysik und auch der Auseinandersetzung zwischen Metaphysik und Rationalität erst einmal abgeschnitten. Dieser Dimension wendet er sich nun in seinem Spätwerk zu und zugleich damit eng verbunden der Frage, wie sich Metaphysik zu den konkreten, in anderen Rationalitätsformen uneinholbaren Wurzeln des christlichen Glaubens zeigt. Das alles hat begonnen 2001, 2002 mit seiner Zuwendung zu der Frage von Glauben und Wissen. Das ist eine alte Frage, eine hegelische Frage. Mit der beginnt Hegel in der Aufklärungszeit nach Kant 1801, 2 mit dem großen Projekt Religion und den Gottesgedanken wieder an die Spitze des Denkens zu setzen, nicht nur als einen letzten Horizont zu erwägen. Und diese Frage zumindest hat Habermas ja in seiner Friedenspreisrede des Deutschen Buchhandels 2001 im Oktober erstmals thematisiert. Daraus ist nun sehr viel geworden. Fragen nach dem kantischen Religionsbegriff, aber eben auch die ganze Dynamik dieses Verhältnisses. Habermas folgt insgesamt nach wie vor der Grunderzählung der Aufklärung, dass die große Geschichte neuzeitlicher Philosophie eine Geschichte der Differenzierung, der Ausdifferenzierung des Begriffs aus dem Gesamtzusammenhang des Glaubens, des religiösen Portfolios ist. Gleichwohl zeigt er aber auch sehr eindrucksvoll, auch an ganz überraschenden Stellen, dass diese philosophische Rationalität immer aus dem ganz anderen Fundament einer tiefen Erfahrung zehrt, die nicht in Sprachen der Säkularisierung übersetzbar sind. Das war eigentlich auch der Grundansatz schon von Glauben und Wissen, dass es eine Dimension des menschlichen Geistes der Vernunft gibt, klassisch der Intellektus über der Ratio, des Nous oder der Theoria in der griechischen Sprache, über der bloßen Episteme, der Epistemologie, die dann daraus sich ausbildet, der letztlich uns immer in ein Transzendenzverhältnis bringt, wenn wir ganz menschlich denken und auch die Vernunft ausschöpfen. Deswegen ist eben eine Reduktion der Vernunft auf das Messbare, das Berechenbare nicht hinreichend. Habermas schließt mit diesem großen Teppich, den er nun nachgeht und den er webt, eigentlich an agnostische Konzeptionen, die den naturalistischen Reduktionismus in Frage stellen. Da gibt es große Arbeiten von Thomas Nagel, vor allem seine späte Schrift über Materie und Geist, mit der Grundthese, dass der
Reduktionismus mit großer Wahrscheinlichkeit falsch ist. Und es gibt die sehr klugen, sehr scharfsinnigen Überlegungen des Wissenschaftstheoretikers von Tetens, Gott denken, der diesen Gottesgedanken schrittweise plausibilisiert und damit ein naturalistisches Weltbild erodiert. Habermas macht das anders. Er zeigt die Differenzierung, die Ausdifferenzierung, aber er vergegenwärtigt zugleich mit einer ungeheuren Leidenschaft für die philosophische Tradition noch einmal diese Synergetik. Das hat meine große Sympathie und auch meine große Bewunderung, weil der Denker des Projektes Aufklärung, als der er bekannt geworden ist, sich nur noch einmal der Aufklärung über die Aufklärung nähert. Und das ist eben ein Wurzeln in diesen Glauben und Vernunft Interaktionszusammenhang. Und weil zugleich ein sehr stark systematischer und ethisch geprägter Denker wirklich ad fontes geht in die Grundtexte. Man liest in diesen 1700 Seiten mit großer Faszination, wie Habermas beispielsweise die Ordnungen bei Pascal rekonstruiert, bei dem Philosophen, Mathematiker und Homo religiosus, in dem die Ordnung des Herzens, Lord Ricoeur, was er tief auch auf die Sprache der Bibel repliziert, Nefesh, Hebräisch, das Herz als die Mitte unseres Denkens und Wollens und Fühlens, und diese Ordre du Coeur als die Ordnung der Ordnungen entwickelt wird. Habermas versteht sich selber nicht ganz originell, sondern in einer Applikation eines Wortes von Max Weber als religiös unmusikalisch. Das mag so sein, aber gleichwohl ist er in diesem Werk metaphysisch hochmusikalisch. Er zeigt nämlich, dass die Resonanz unserer Vernunft eigentlich notwendigerweise in einer Gottesfrage gründet und dass ihr die Energie zieht, auch wenn sie sich von ihr weitgehend zu emanzipieren sucht. Diese Linie reicht selbstverständlich sehr weit. Sie reicht von dem späten Kant und seinem Opus Postumum zu den Grundfragen des deutschen Idealismus, der Philosophie von Fichte, Hegel, Schelling, die tief inspiriert ist von der Verbindung des Endlichen und des Göttlichen, eigentlich auch von einer philosophischen Christologie getragen ist. Das mag man und wird man im Einzelnen etwas anders buchstabieren, als es Habermas tut, der Denker der Dialogizität, war für das Selbstbewusstsein des deutschen Idealismus nicht so ganz empfänglich. Aber man kann bei Habermas hier große Anklänge finden und sich auch durch seine Rekonstruktion, und das sollte man tun, nochmal inspirieren lassen, die Grundtexte dieser Religionsphilosophie, die eigentlich zugleich Philosophie der Philosophie war, wiederzulesen und zu studieren. Da kommt etwas ganz für die Theologie auch Fundamentales zum Ausdruck. Der Melanchthon sagte, als er seinen Lehrstuhl mit 23 Jahren an der Universität Wittenberg antrat, das doppelte Votum ad fontes zu gehen, heiße zugleich sapere aude. Kant macht daraus später: wage zu wissen, wage deinen Verstand zu gebrauchen ohne Anleitung eines anderen. Also eine tiefe Affinität. Und so wie die Lage heute ist, oftmals wir nur noch aus sekundären Quellen schöpfen, auch die geisteswissenschaftlichen Studien sich in diese Sekundäre verlieren, ist das Spätwerk des bedeutenden Jürgen Habermas ein Votum für dieses beides, sapere aude und wage selbst zu denken, im Glauben und in der Vernunft, die nicht disjunkt getrennt sind, sondern die einander erfordern, theoretisch und auch praktisch.